Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forever Stranded. Heute mal ein ganz kleines bisschen anders, das ist euch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Und zwar, ich muss diese Folge leider nachvertonen, da ist mir bei der Aufnahme was passiert. Aber das macht uns gar nichts. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was hier in den Kisten ist. Ja, das Ergebnis sieht doch alles super aus. Da haben wir doch genügend Material vorrätig, da können wir doch was damit anfangen. So, natürlich müssen wir das ganze Material auch noch irgendwie weiterverarbeiten, ne? Weil in den Kisten nützt uns natürlich gar nichts. Deswegen, schauen wir mal, wir brauchen ein paar Transfer-Nodes dafür. Natürlich auch Pipes dazu, das ist klar, das können wir wieder weglegen. Und ein paar Item-Filter. Wie machen wir das jetzt? Da haben wir ein paar Möglichkeiten. Wir brauchen eines von diesen Broken Ores und nehmen uns jetzt einen Item-Filter. Bitte nicht übereinander legen, die Item-Filter. Weil sonst werden sie alle gleich konfiguriert. So, dann machen wir hier alle drei Schalter. Ignore NBT und Ignore Ordict und Ignore Meter. Müssen wir da einmal drücken. Und wenn wir das gedrückt haben, dann werden alle Broken Ores hoffentlich aus der Kiste rausgezogen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wobei das natürlich ohne Filter wäre, okay. So, was zieht dann als nächstes raus? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, packen wir es wieder mal zurück. Jawohl. So. Hier müssen wir natürlich jetzt irgendwas machen, und zwar haben wir uns hier in der letzten Folge schon die Autocompressor gebaut. Den packen wir da mal hin und dann noch eine Pipe dazwischen, und dann sehen wir auch gleich, wenn die Pipe steht, jawohl, was er alles rüberzieht. Das sieht alles bisher ganz gut aus. Ja, das können wir wieder zurückpacken, genau. Okay. Ja, okay, was brauchen wir denn noch? Ja, das Komprimieren allein reicht uns natürlich nicht, wir müssen uns noch ein bisschen was dazu basteln. Und zwar brauchen wir dafür... Ah, das nehmen wir gleich mal mit. Wenn wir schon mal drüber vorbeigehen. So. Hey, die Tür hat geklappt. Komisch. Na gut. Nee, ich muss erstmal ganz kurz abkühlen. Das ist mir gerade ein bisschen zu warm. So, jetzt wird's langsam. Oh, schön. Ja, passt. Reicht. Tür raus. Gut. Okay, also wir brauchen jetzt... irgendwas wollte ich gerade holen. Moment. Nein, doch nicht. Ich wollte, glaube ich, zuerst den Strom anschließen. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Werden wir gleich sehen. Was wollte ich denn machen? Ah, genau. Ich wollte Strom anschließen. Ja, das müssen wir auch sehen, dass das Ding da funktioniert. Dieser Auto-Zusammenfüge. Auto-Compressor. So. Ein Connector. Ein Kabel. An das Relay. Jawohl. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Jawohl. Da werden sie schon gebastelt. Sehr schön. Die Ore-Gravels werden hier gebastelt. So. Na, das geht aber relativ zügig, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, dann brauchen wir... Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Anschlüsse, oder? Brauchen ein bisschen Redstone, genau. 15 Stück. Das sollte genügen, ja. Genau, dann schnappen wir uns... Ach, wisst ihr was? Dann schnappen wir uns einfach gleich mal hier. Wo ist die? Da ist er. Schnappen wir uns mal die Konnektoren. Weil die brauchen wir natürlich im Moment nicht gerade. Und natürlich der Aufbau war, nennen wir es mal, ein bisschen zu... Ja, es war langsam. Ich weiß, aber es hat ja funktioniert. Also für das, was wir wollten, hat es ja funktioniert. So, die können wir auch gleich mal mitnehmen, bevor die hier noch rumoxidieren. Haben wir sie? Haben wir sie? Ah, was liegt denn da? Nehmen wir auch mit. Guten Tag, Squids. So, noch irgendwas hier? Nö. Haben wir sie jetzt? Ja. Gut. So, dann werden wir mal noch ein bisschen was basteln müssen. Und zwar werden wir... Nee, ich glaube, wir nehmen ihn mit. Genau, wir nehmen ihn mit. Weil wir haben jetzt hier kein... wir könnten die Solarpanels nehmen, ne? Aber dann dauert es wieder so ewig, bis das Zeugs mit Strom geladen ist. Nee. Bevor wir gehen, ich habe noch was vergessen. Ich muss noch was mitnehmen. Und zwar wollte ich gleich noch ein bisschen was genau von dem Black Quartz mitnehmen. Nehmen wir uns gleich ein bisschen mehr mit. Noch irgendwas. Nether Quartz. Redstone haben wir da auch noch jede Menge in der Kiste. Das sollte eigentlich genügen. Gut, nehmen wir gleich wieder mit. Sugarcane, jawohl. Entwickelt sich langsam zum Running Gag der Sugarcane. Ne? Naja, egal. So, jetzt haben wir die Büchse dabei. Dann werden wir die auch gleich aufstellen. Und dann werden wir uns ein paar von diesen roten Kristallen züchten. Ja, richtig rum bitte hinstellen. Ungefähr hier. Das ist, glaube ich, eine gute Position. Wo haben wir es hin? Da ist er. Jawohl. So. Schwupp. Ein bisschen kurz Inventar.
Hin- und Herschieberei. So, dann einmal hinstellen. Dann das Knöpfchen. Schön daran pappen, jawohl. Dann noch einen LV-Wire-Connector, Kabel an das Relay, jawohl, fest, passt. So, dann brauchen wir für den Crusher, brauchen wir diese komischen Restonia Crystals und Iron Casing, das haben wir alles dabei. Und für die Basic Holes brauchen wir 4. 2 mal 4 sind 8 und 2 macht 10. Die schmeißen wir mal dann ganz locker flockig da hin. So. Jawohl. Schwupp. Jawohl, das ging ja flockig gut. Dann schauen wir mal. Also dann kriegen wir doch hoffentlich den ersten Crusher zusammen. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. So, die brauchen wir zweimal. Genau, haben wir. Dann brauchen wir noch das Iron Casing. Einmal. Genau, haben wir auch. Und jetzt... Oh, Flint. Flint? Oh, müsste in der Kiste sein. Haben wir mit Sicherheit in der Kiste. Jawohl, da haben wir zweimal Flint. Passt. Sehr schön. Gut, dann können wir uns schon mal den ersten Crusher zusammenbauen. Haha, sehr schön. Eine wunderschöne Maschine. So, das was aus dem Compressor kommt, müssen wir jetzt in den Crusher stecken. So, wo haben wir sie jetzt rumliegen? Da haben wir sie. Ha, schön aufgeräumt in der Toolbox. Wunderbar. Was will der Mensch mehr? So, dahin. Und dann kommt der Crusher direkt dran. Und dann kriegt der Crusher auch gleich noch Strom. Ja, das wird alles ein bisschen eng hier langsam. Na, ein bisschen näher. Jetzt geht's. Oh, wir hören ihn schon. Lautstark. Und er kriegt schon die ersten Materialien und arbeitet. So, das was hier rauskommt, leiten wir dann gleich weiter. Und zwar in den nächsten Autokompressor. Warum machen wir das? Weil in jedem Kompressor werden die Sachen vervielfacht. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, an dem mehr rauskommen könnte. Ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, da kommen jetzt gerade mal 4 raus. Okay, das war jetzt ein ungünstiges Beispiel, aber wir werden dann hoffentlich gleich noch ein Beispiel haben. So, jetzt brauchen wir für hier nochmal einen neuen Filter. Machen wir uns wegen Platz. Genau, ein Itemfilter. Und jetzt brauchen wir die Crushed Ores. Ich nehme hier meistens erstmal Iron. Dann machen wir das hier wieder, das Crushed Ore mit den drei Häkchen. Wie gerade eben auch schon, wie bei dem hier. Ja. Ignore MBT, Ignore Metadata und Ordict. Dann kommt die Transfer Node. In die Transfer Node kommt das da. Die sind falsch. Die können wir gleich wieder in die Kiste stecken. Jawohl. Und dann können wir das Ganze hier mit einer Pipe noch versehen. Wo ist sie? Da. Und dann stecken wir das da ran. So. Jetzt werden hier jede Menge tolle Sand, oh, mir wird es gerade ziemlich warm. Powdered Iron Ore. Das brauchen wir jetzt noch kurz, genau, weil wir müssen uns ja nochmal einen Crusher machen. Das machen wir jetzt mal ganz kurz im Inventar. Jawohl, geht auch so. Packen das hier in den Smelter. Modus überprüfen, passt. 3 Eisen. Sieht gut aus. Und dann brauchen wir nochmal Redstone. Zu wenig, Mist. Da haben wir noch ein paar. So, packen wir die mal da rein wieder. Da, schwupp, 10 Stück. Einmal drücken und wir haben unsere Kristalle. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich den nächsten Crusher noch machen. Müssen wir doch theoretisch jetzt alles haben. Ah, keine Sticks. Keine Sticks. Naja, trifft sich ganz gut. Ich muss mich eh abkühlen. Los, schneller. Naja. Bei der Hitze sollte man vielleicht nicht ganz so schnell laufen. Gleich mal ein bisschen was davon mitnehmen. Das Snap-Zeug ist echt Hammer. Da kommt richtig viel dabei rum. So. Und nochmal ordentlich abkühlen. Ah, herrlich. Dieser Kühlraum ist wirklich super. Gefällt mir sehr gut. Sehr angenehm. So, wo waren wir stehen geblieben? Trinken können wir auch mal ein Schlückchen, genau. Na, nochmal auffüllen vielleicht? Naja. Da haben wir noch Sticks, sehr schön. Können wir, glaube ich, hier zusammen craften. Wir müssten ja eigentlich alles dabei haben. Jawohl, da haben wir das Casing. Und, oh, die Coils brauchen wir auch noch. 2 Stück, genau. Jetzt fällt uns wieder Flint.
Flint. Haben wir da noch Flint? Haben wir da noch Flint? Nein. Da Flint? Nein. Kann gar nicht sein, dass da gar kein Flint drin ist. Wieso ist da kein Flint? Kein Flint, kein Flint, kein Flint. Und? Kein Flint. Da hinten vielleicht eine Kiste, da haben wir ja gesiebt. Ah, guck mal da. Flint. Juhu. Jetzt wird es aber richtig kalt langsam. Schnell raus hier. So, jetzt müssen wir alles haben. Jawohl, der Crusher ist fertig. Sehr schön. Dann dürfen wir unseren Part 2 des Ore-Processings hier gleich fertig haben. Naja, fast. Aber wir kriegen das noch, kein Problem. So. Also hier wieder. Wo sind sie denn? Das mal weg, das mal weg, das mal weg, das mal runter, jawohl. Dann wieder so einen flachen Node, dann einen Crusher. Dann wieder eine flache Node. Und dann wieder einen Compressor. So. Und damit müssen wir dann schon so ziemlich alles haben. Machen wir hier gleich mal Strom drauf, dann kann das Zeug so ein bisschen durchlaufen. Naja, den Kompressor auch gleich noch. So, einmal Strom hier und nochmal Strom. Jawohl, dann laufen die. Sehr schön. So, der kriegt das momentan nur von dem Crusher. Dann schließen wir den dann noch gleich an. So, brauchen wir nochmal einmal diesen komischen Dust. Ja, nehmen wir wieder Eisen, genau. So, und dann wieder die drei Klicks und dann packen wir den Dust da rein. Und dann den drauf, den da drauf und den da ran. Jawohl. So, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Was er da macht. Ja, das sieht gut aus. Und hier müssen wir uns jetzt dann noch irgendwie drum kümmern, dass wir vielleicht noch... Ja, sollen wir es vielleicht gleich anschließen? Macht eigentlich Sinn, ne? Das macht richtig Sinn. Da sind wir schon durchs Material, sehr schön. Hier sind wir auch schon durch, jawohl. Sieht gut aus. Zumindest was Metalle anbelangt. Und da... Da sind wir noch nicht ganz durch, okay. Nee, das soll er nicht machen. Redstone ist falsch. Ah, bauen wir halt auch noch, dann stimmt der Filter hier nicht, okay. Nehmen wir das Zeug mal raus, was nicht rein soll. Komprimierte. Okay. Nein, so möchte ich das nicht haben. Weg mit dir. Gut, danke. So, langsam wird das Inventar wieder unübersichtlich. Da müssen wir noch irgendwas anders konfigurieren. Es ist interessant, dass man die Sachen hier anders konfigurieren muss. Aber okay. So, Redstone zurück und so weiter. Das da zurück. Crushed Iron, das hat man noch in der Tasche von vorhin. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay. So, da müssen wir den dann umkonfigurieren. Ich denke, das Ohrdick müssen wir eben hier rausnehmen und die anderen zwei müssten, glaube ich, so bleiben. Es ist komisch, dass man das anders einstellen muss, aber egal. Spielt keine Rolle. Hauptsache, wir kriegen es hin. So, dann probieren wir das erstmal mit einer Kiste aus. Dann sehen wir gleich, ob das auch passt, was wir machen. Und müssen nicht immer das Zeug dann aus dem Ding rausfischen. So, Transfer Node hier hin. Dann den Filter rein und dann die Pipe rein und dann warten wir mal ab, was alles ankommt. Und dann sehen wir auch gleich, ob das stimmt, was wir gemacht haben. So, können wir das reinpacken. Redstone bleibt drin, Glowstone bleibt drin. Das sieht besser aus. Müssen wir tatsächlich das Ohrdikt ausschalten. Ganz merkwürdige Geschichte. Aber gut, spielt keine Rolle. So, schauen wir mal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Ja, wunderbar, sehr schön. Powder Uranium Ohr. Es wäre schön, wenn es so funktioniert, weil dann können wir uns nämlich einen sehr einfachen Filter bauen. Aber das sah jetzt alles sehr gut aus. Die anderen Sachen hat er alle drin gelassen. Dann machen wir das gleich hier richtig. Das da rein, das da raus. Packen wir es wieder rein in die Kiste und dann, jawohl, das sieht gut aus. Und jetzt noch eine Pipe. Pipe, da. So, jetzt kriegt ihr das Material, das ist sehr schön.
Das, was wir da rechts sehen, ist schon alles durchgelaufen bisher. Also kommt schon einiges dabei raus. Ganz fantastisch. Können wir zerlegen oder zurück. Genau. So. Einmal nochmal sortieren. Und das aus der Kiste können wir jetzt mal... Das können wir, glaube ich, wieder hier in unsere Toolbox packen. Jawohl. Toolbox, 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 Toolbox. Jawohl. Die Flasche. Nee. Gut. Na, das Questbuch. Naja, gut, okay. Packen wir es rein. Packen wir es rein. Okay. So, dann können wir die Kiste leer machen. Und können es einfach hier wieder in die Kiste reinpacken. Dann sehen wir auch gleich, ob das alles noch funktioniert. Die Kiste können wir wegmachen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So. Das, was wir jetzt hier rechts haben, Iron Dust und so weiter, müssen wir jetzt dann quasi schmelzen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir können, wenn wir es normal schmelzen, kommt ein Block raus und hier kommen 144 Millibuckets raus. Ein Barren und 144 Millibuckets entspricht auch einem Barren. Da können wir uns also das ganze drumherum gehampel sparen. Eigentlich nur direkt in einen Furnace, welcher Art auch immer. Und dann ist es schon erledigt, dann kommen schon die richtigen Barren raus. Eine Verdopplung in irgendeiner Form danach kriegen wir nicht nochmal. Dann machen wir das Ding hier weg. Genau. So. Nehmen wir den mal mit. Müssen wir es vielleicht später nochmal machen, aber ist egal. So, dann hier den schönen Furnace. Jawohl. Und dann machen wir hier auf Furnace Only. Dann konfigurieren wir die Ein- und Ausgänge. Von links pullen. Und nach rechts können wir dann pushen. Stellen wir mal die Kiste hin. Jawohl. Und dann nach rechts bitte ausgeben. Hier. Und jawohl. Push. So, halt momentan hat er noch Strom gehabt in seinem Puffer. So, Strom ist dran. Der braucht jetzt noch einen Moment, bis er mit allem durch ist. So, da hinten sieht es gut aus. Der hat alles durchgearbeitet. Hier, das wird noch einen Moment dauern. Der Crusher ist hier gerade ein wenig beschäftigt. Aber ich denke, das werden wir, wird sich mit der Zeit dann freischaufeln. Genau. Und oh, guck mal da. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ein richtig gutes Ergebnis bisher. Und so lange lief die Anlage eigentlich noch gar nicht, ne? Muss man sagen. Naja, okay. Und hier sieht er ja ganz gut aus. Also es sieht nur noch nach Nichtmetallen aus. Ja, doch. Das Zeug muss man halt noch irgendwie... Ja, da sieht er, kommen gerade ein paar Metalle rein. Sind gleich wieder rausgezogen worden. Sehr schön. Und jetzt müssen wir dann den Rest irgendwie dann nochmal rausziehen. Oder ich mache die Kistengröße, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ist auch erstmal wurscht. Hauptsache es läuft das mal. Sehr schöne Geschichte. Ja, gefällt mir. Und relativ kompakt, muss ich sagen. Auch das gefällt mir sehr gut. Ja, die da vorne wird schön gehämmert. Wunderbar. Hier muss ich mir noch irgendwas überlegen mit den Sieben. Weil die Siebe haben ja hier eine Haltbarkeit. Das passt. Und von hier hinten kommt Gravel. Wird es klein gemacht. Iron Ore Dust. Da kommt es gerade rein. Jetzt schauen wir mal, bis wir rauskommen. Da seht ihr. Da kommt noch ein guter Plus. Da war ein gutes Plus dabei raus. Und das zieht sich dann durch die ganze Reihe und dann kommt hinten eben entsprechend viel Material raus. Das ist doch schön. Das ist schön. Das gefällt mir. Sieht man hier noch irgendwas? Naja, nicht richtig, aber egal. Und ich hoffe, dass die Größe des Eingangspuffers groß genug ist, dass man alles wirklich durcharbeiten kann. Aber ich denke, das müsste stimmen. Das müsste passen eigentlich. Das sind 3x4, sind 12. Doch, das sollte eigentlich passen. So, Mann, oh Mann, da kommt Material raus. Wunderbar, das können wir gleich reinpacken, genau. So. Brauchen wir dann bloß später nochmal einen weiteren Furnace, aber das kriegen wir auch noch hin. Bisschen Redstone. Bisschen Quarz. Dann haben wir hier noch Charged. Ja, wir haben nämlich noch, stimmt, wir haben noch eine Quest offen, genau. Wir hatten ja noch eine Quest offen, dass wir uns Flux Crystals machen. Richtig. Schauen wir mal, ob das jetzt mit den Charged auch wunderbar funktioniert. So, die drei, die drei, die drei. Es blubbert. Jawohl, und wir haben unsere Flux Crystals. Sehr schön. Und die Quest Starting Up AE2 ist erledigt. Ach, das war jetzt ein schwerer Weg, glaube ich. Ja, ja, gut.
packen wir das mal raus und gucken mal, was wir für eine Questbelohnung kriegen. Jawohl. Oh, da fehlen jetzt noch was. Wir müssen noch Pure Zeitus Quartz, Pure Fluix Crystals und Pure Nether Quartz Crystals machen. Ach Göttchen. Da müssen wir es ja noch pulverisieren. Haben wir da noch was davon da? Schauen wir mal. Nether Quartz haben wir noch ein bisschen. Zeitus Quartz haben wir noch. Wobei, das hätten wir ja auch drüben, aber davon nehmen wir jetzt nur noch einen. Schauen wir mal, ob das jetzt alles auf der Segmel funktioniert. Sand brauchen wir noch. Sand haben wir da. Snat ist falsch. Wir müssen noch irgendwo noch Sand hier haben. Hallo, wir sind in der Wüste. Da haben wir noch Sand. Gut. Dann gehen wir mal nach hinten. Zu unserer Segmel. Und müssen mal ganz kurz diese drei Kristalle zerkleinern oder auch pulverisieren. Das in früheren Versionen ging das manchmal nicht, aber das funktioniert, das funktioniert und das funktioniert auch jetzt, ja, wunderbar. So, dann packen wir die alle zusammen mit dem Sand und dann kommen immer jeweils zwei Seeds raus. Da kommen auch nochmal zwei Seeds raus und dann kommen hier auch nochmal zwei Seeds raus. Das ist quasi so ein bisschen die ableitende Physics-Verdoppelung von Materialien. So, schauen wir hier. Läuft noch alles, läuft noch alles. Energieversorgung. Sieht eigentlich relativ stabil aus. Sollte es eigentlich abkönnen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sehen leider nicht, wie viel er wirklich verbraucht. Das ist ein bisschen schade. Aber schauen wir mal, das hier sind 40 RF pro Tick. Das sind 40 RF pro Tick. Und das sind natürlich 40 RF pro Tick. Jawohl. Und die Siebe verbrauchen 40 RF. 40 RF. Ja, ich habe gesehen, dass eins fehlt. Und 40 RF. Das macht dann 6x40. 5, okay. Da sehen wir es leider nicht. ...240 und 2x5. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo steht. Crusher, nein. Und hier... auch 40 anscheinend. Ja gut. Ja gut, wir haben oben glaube ich über 600 RF, wenn ich mich recht entsinne. Das sollte eigentlich schon hinhauen. Nur mit dem Connector könnte es eine Menge Schwierigkeiten geben. Da werden wir uns vielleicht nochmal was anderes ausdenken müssen. Vielleicht müssen wir nochmal ein Upgrade machen auf die nächstbesseren Kabel. Ah, da brauchen wir ein Sieb, ja. Sieb, Sieb, Sieb. So, wollen wir das Sieb noch schnell machen? Ja, machen wir das Sieb noch schnell, oder? Das ist langsam frei. Können wir den Ort das noch reinpacken? Jawohl. Und dann schnappen wir uns hier mal ein paar Eisenbarren. Nein, nicht Questbuch. Hier. Tisch. Mesh. Ein Mesh. Das da hier. Iron Bars. Zack. 16 Stück. Haben wir. Das können wir bei uns ins Inventar packen. Und dann machen wir uns hier mal ein paar Siebe. 1, 2, 3, 4. Gut. Schauen wir mal, wie es aussieht. Da fehlt das Mesh. Da fehlt es noch nicht. Da fehlt es noch nicht. Gut. Haben wir das schon mal. Die laufen. Hammer sieht auch gut aus gewesen. Gut. So, und dann können wir eigentlich noch quasi als letztes noch die Seeds, die wir gerade gebastelt haben, für Applied Analytics können wir hier ins Wasser werfen. Und dann schwupp, schwupp, schwupp. Und dann können die vor sich hin blubbern. Und das dauert ja eine Ewigkeit, also die, die bei mir häufiger zuschauen, kennen das ja schon. Bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, am Ende der Folge wie üblich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüssi.